Wieso heißt du Herr Tutorial, wenn du eh nie Tutorials machst? Du bist nichts Besonderes. Du bist voll eingebildet. Deine Videos werden immer schlechter. Das allererste, was ich sagen wollte, ist, wieso ich mein letztes Video gelöscht habe. Und zwar war es einfach so, ich bekomme ständig diese Kommentare, die heißen von Seiten meiner Abonnenten, was ich auch zum Teil auch schade finde. Wann machst du wieder Tutorials? Alle meine Videos sind Tutorials. Wer das Wort Tutorial nicht versteht, kann auch nicht verstehen, dass ich ständig Tutorials mache. Sowohl Produkttests als auch Produktreviews, die ich mache. Oder, weiß nicht, so Themen wie was Jungs wollen, was Mädchen wollen. Das sind alles Tutorials, weil es alles Ratschläge gibt. Alles, was mit Ratschlägen, Tipps und Tricks zu tun hat, das sind alles Tutorials. Tutorials sind nicht nur Kochvideos, nicht nur Backvideos, nicht nur Gesichtsmasken mischen. Es ist einfach mehr als das. Und, ich mag vielleicht ein bisschen ernster wirken jetzt in diesem Video, aber es lag mir auf dem Herzen und diese ganzen Gedanken sind mir jetzt die ganze Woche über im Kopf herumgeschwirrt. Und ich habe mir gedacht, ich muss es einfach mal rausbringen, damit ich wieder weiterhin Videos machen kann, weil die Freude am Video machen, wie soll ich sagen, ist ein bisschen gesunken, weil, nein, es ist nicht gesunken. Ich habe immer noch Freude am Videos machen. Aber die Sache ist die, dass ihr wirklich nicht alle, aber sehr viele ständig verlangen. Und ich finde es einfach nur, YouTube mache ich hauptsächlich, weil es mein Hobby ist, weil es mir Spaß macht, Videos zu machen, weil es mir Spaß macht, vor der Kamera zu stehen. Weil ich jetzt mich selbst darstellen will oder mich zu hübsch finde oder selbstverliebt bin. Nicht aus den Gründen mache ich Videos. Wie gesagt, ich mache Videos nicht, weil ich mich selbst darstellen will. Ich mache die Videos, weil es mir hauptsächlich Spaß macht, weil ich Spaß dran habe, meine 150.000 Abonnenten zu unterhalten. Mittlerweile sind es über 153.000. Und, meine Mutter hat mir gerade so gesagt, du sollst dein Video vielleicht nicht zu ernst machen. Aber ich habe mir gedacht, ich will einfach es so rüberbringen, wie es gerade für mich ist. Und das ist, glaube ich, der ehrlichste Weg. Dadurch, dass meine eigenen Abonnenten immer mehr sagen, du musst das machen und mach mehr Tutorials, mach das. Ich bin auf YouTube, weil es mir hauptsächlich Spaß macht und weil ich Spaß an meinen Videos haben will. Mein letztes Video habe ich gelöscht, weil es mir nicht Spaß gemacht hat. Es war einfach nur ein Tutorial mit trockenen Informationen, ohne viel von meinem Touch. Das war einfach nur Herr Tutorial, ein Junge, der euch gesagt hat, ihr habt ein rundes Gesicht, nehmt euch eine Brille, die euer Gesicht ein bisschen schmaler wirken lässt, länglicher wirken lässt. Das ist ein pures Tutorial. Habt ihr ein kantigeres Gesicht, solltet ihr etwas nehmen, was euer Gesicht ein bisschen abrundet. Das war wirklich ein pures Tutorial. Das war pur Herr Anleitung. Das war nicht Sammy. Und was mir wichtig ist, dass ihr euch mit mir identifizieren könnt. Ich bin immer noch derselbe Junge, der in seinem Zimmer angefangen hat und immer noch in seinem Zimmer ist. Von meinen Abonnenten ständig zu hören, ja, du bist eingebildet geworden, du denkst, du wärst was Besseres. Die Vorwürfe kann man nicht machen, wenn man mich nicht persönlich kennt. Ich bin wirklich bodenständig. Ich gebe mir täglich Mühe. Ich mache mir Gedanken über meine Videos. Auch wenn manchmal Fehler entstehen, die kann man dann anschließend nicht vermeiden. Aber mein letztes Video hat mir persönlich nicht gefallen. Ich war nicht selbst zufrieden damit. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich will Spaß dran haben, wenn ich meine Videos sehe. Weil ich bin so ein Junge, der wie Superman durch die Kamera schwirrt. So, wuhu, und bing, irgendwie solche Geräusche macht. Weil das ich bin. Und Herr Tutorial ist halt ein purer Anleitungstyp, der euch eine Anleitung gibt für etwas Bestimmtes. Und ich will halt immer so eine Mischung finden aus mir, damit ihr euch mit mir auch identifizieren könnt. Ich bin genauso wie ihr. Lena Gerke ist genauso wie ich und du. Und nur weil ich vielleicht in solchen Kreisen, bei solchen Events dabei bin, wo vielleicht die ganzen deutschen Stars dabei sind und mir dadurch vorgeworfen wird von Seiten meiner eigenen Abonnenten, was ich immer sehr traurig finde, von Seiten der Abonnenten sowas zu hören, weil mir ist eure Meinung klar immer wichtig. Aber ich find's scheuert, dass mir ständig vorgeworfen wird, du bist eingebildet, du bist nicht mehr der du einmal warst. Ich bin immer noch derselbe, ich bin immer noch bodenständig, ich bin immer noch in meinem Zimmer, auch wenn ich vielleicht Produkte mal zugeschickt bekomme, die ich euch vorstelle und euch sage, ob die wirklich was taugen oder nicht. Und Firmen wissen da, dass ich ehrlich bin. Und das ist auch das Wichtigste, weil YouTube ist einfach eine Plattform, die mir bietet, euch mal
die Meinung sagen zu können, wie es auch wirklich ist, nicht durch irgendwelche Werbungen, wo euch verklickert wird, ja, Volume Mascara, eure Lippen werden so lang wie was weiß ich, wie von hier nach Timbuktu oder sonst wie. Versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach eine Plattform, wo man einfach ehrlich sein kann und wo man ohne Bindung an irgendwelche Firmen etwas sagen kann. Und ich weiß, es hört sich an, als würde ich meckern, aber ich gebe mir wirklich Mühe, meine Videos so gut wie möglich zu gestalten, euch zu unterhalten und dann halt immer zu hören, du bist nicht mehr der du einmal warst. Oh, ich spreche hier nicht von allen Abonnenten, aber ich möchte es einfach mal aussprechen, damit es endlich mal angesprochen worden ist, weil erst wenn ich dieses Video hier hochgeladen habe, kann ich wieder Videos machen und das dann auch mit richtig viel Freude. Ich gebe mir Mühe, ich sage immer wieder, hey, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet. Da denke ich mir, du wirst immer nur Daumen, nicht ihr, da denke ich nicht mir, sondern ihr denkt euch und schreibt es in die Kommentare, du wirst auch nur Daumen hoch, du wirst nur das, du wirst nur bekannter werden. Ich bin ehrlich zu euch, ich möchte klar, dass immer mehr Leute meine Videos entdecken, weil ich nichts Schlechtes auf YouTube mache. Ich versuche nichts Schlechtes, ich versuche ein gutes Vorbild zu sein. Ich bin auch, so wie ihr mich auch in den Videos kennengelernt habt, so bin ich auch im wahren Leben. Nicht, vielleicht nicht so ganz so hibbelig, weil ich ja, weil klar, wenn man Freude an etwas hat, dann ist man viel hibbeliger, als wenn man was macht, was halt ganz normal, was sich zum Bäcker gehen oder so, da werde ich nicht so rumtanzen oder so. Aber das, was ihr seht, das bin wirklich ich. Und klar, man kann nicht jedem gerecht werden, man kann nicht jedem gefallen, das ist mir bewusst, besonders nicht auf YouTube, das könnt ihr vergessen. Aber für meine Abonnenten ist mir halt wichtig, dass sie meine Bemühungen zu schätzen wissen, dass wenn ich mal sage, hey, ein Daumen hoch wäre cool, ihr würdet mich dadurch motivieren, es ist nur ein Klick da drauf, der mich motiviert, einfach weiterhin diese tollen Videos zu machen, diese tollen Videos. Hört sich eingebildet an, ist aber nicht so gemeint, aber ich denke mir, ich gebe euch was, dann könnt ihr mir was zurückgeben. Und wenn es nur dieser Klick ist, wo ich mit einem Video vielleicht 6, 7, 8 Stunden, wie zum Beispiel bei meinen Kochvideos, beschäftigt bin, dann ist es eigentlich gar nichts, so gesehen. Und ich finde es einfach nur schade, dass mir ständig vorgeworfen wird, du bettelst, du machst es. Jeder YouTuber, ihr könnt euch jeden YouTuber anschauen, schreibt am Ende seiner Videos, abonniert mich für weitere Videos. Das macht jeder YouTuber. Ich bin nicht der Einzige, nur weil ich vielleicht so einen guten Zuschauerkontakt habe. Ich bin einfach der Meinung, dass nichts dabei ist, wenn man selber als YouTuber will, dass so viele wie möglich deine Videos sehen und dass mein Content sich vielleicht auf eine größere Weise verbreitet. Und glaubt mir, spätestens mit meinen Videos zum Thema Toleranz oder zum Thema das Leben nicht für selbstverständlich zu nehmen, dass man dankbar ist für die Dinge, die man hat, spätestens dann sollte euch vielleicht bewusst geworden sein, dass ich wirklich versuche, meine Reichweite von diesen 150.000 Abonnenten zu nutzen. Vor allem, weil wir so eine jugendliche Community sind. Und ich weiß, viele meiner Zuschauer jung sind und ich für den einen oder anderen Vorbild bin. Und ich versuche da wirklich meinen Einfluss, den ich habe, für das Gute zu nutzen und nicht, um irgendwelche Dummheiten zu machen vor der Kamera. Aber versteht ihr, ich versuche nur was Gutes zu machen und ich verstehe nicht, was daran so schlimm ist. Vielleicht das Gute irgendwie in irgendeiner Weise zu unterstützen und zu zeigen, hey, ich bin froh, dass du Videos machst. Versteht ihr? Und so eine kleine Motivation reicht schon, mir einfach mich weiter zu motivieren. Und ja, ich will jetzt auch nicht weiter meckern, ich wollte es nur angesprochen haben, dass einfach man jedem YouTuber, nicht nur mir, aber auch jedem YouTuber für seine Bemühungen dankbar sein sollte, nicht einfach alles selbstverständlich nehmen sollte. Ich will Spaß an meinen Videos haben, weil nur wenn ich Spaß an meinen Videos habe, werdet ihr auch Spaß dran haben und dann werdet ihr auch die Freude dran sehen. Und ich beende einfach das Video, ich wollte es einfach nur angesprochen haben und ja, wir sehen uns dann bald wieder, entweder am Freitag oder am Sonntag, zu meinem neuen Video. Sollte es am Freitag nicht kommen, nicht meckern, ich bin auch nur ein Mensch und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Nehmt es mir nicht übel, aber ich wollte es nur angesprochen haben. Ja. Ich liebe meine Abonnenten und ich würde die ganzen Verlosungen auch nicht machen, wenn ich euch nicht dankbar wäre. Also nehmt es mir nicht übel, wenn so ab und an mal eine neue Verlosung kommt. Tschüss. Nur für euch.